Also angefangen habe mein beruflicher Werdegang als Controller. Also ich war so ein Zahlenmensch und so ein echter Managementmensch. Und ich habe mich da am Anfang meines Berufslebens also ganz viel mit Unternehmensplanung und Berichtswesen und Abweichungsanalysen und eben so typischer Zahlenkontrolle und Kosten und solchen Dingen auseinandergesetzt. Und im Laufe dieser Arbeit ist mir dann ein Thema untergekommen im Internet, da haben Leute behauptet aus England, dass es möglich sein sollte, Unternehmen ganz ohne Jahresplanung zu steuern. Das war für mich als Controller natürlich ein komplettes Unding. Also, dass es möglich sein sollte, jetzt Unternehmensführung oder Steuerung vollkommen ohne Budgets und Jahresplanung zu machen. Und damals habe ich sozusagen Feuer gefangen, eigentlich darüber nachzudenken, wie könnte man Unternehmensführung ganz anders betreiben. Und in dieser Zeit habe ich mich dann also reingelesen. Zunächst dachte ich dann auch, man könnte Unternehmen dadurch und Führung dadurch stark verbessern, dass man Unternehmen beibringt, eben nicht mehr so viel zu planen oder keine Budgets mehr zu machen. Und irgendwann mit der Zeit sind wir dann drauf gekommen, dass da mehr dazu gehört. Also ich habe mich eigentlich bewegt so ein bisschen vom Controller hin zum Management-Skeptiker oder Management-Austreiber. Also was ich heute mache, ist eigentlich mehr den Unternehmen beizubringen oder Organisationen jeder Art beizubringen oder zu helfen, eigentlich auf eine Art von Unternehmensführung zu kommen, die ganz ohne dieses traditionelle Zahlengeschwurbel, diese Zahlenverliebtheit, diese bürokratische Überhierarchisierung, diese überbordende Spielerei mit hierarchischen Ebenen und Scheindiskussion und Scheinpartizipation davon wegzukommen. Und man könnte sagen, das ist so ein bisschen wie vom Saulus zum Paulus, vom Management by Numbers zum Vertreter echter Führung. Und in diesem Feld ist uns dann eigentlich irgendwann aufgefallen, dass es in Unternehmen eigentlich darum gehen muss, viel, viel weniger bürokratisch-hierarchisch zu steuern, als viel mehr Führung, echte Führung zuzulassen. Ja, mit der echten Führung gibt es ein Problem. Ich glaube, es gibt eine typische Verwechslung und das ist das Missverständnis in den meisten Unternehmen, in den meisten Organisationen, dass sie nämlich glauben, es gibt schon Führung bei ihnen. Also meine Beobachtung ist da so ein bisschen ketzerisch oder meine These ist da so ein bisschen ketzerisch. Ich behaupte halt, die meisten Organisationen kennen gar keine Führung, also wissen eigentlich gar nicht, wie Führung geht. Das, was sie haben, ist Management und sie haben Steuerung und sie haben Weisung und Kontrolle, sie haben alles Mögliche, aber Führung ganz, ganz wenig. Also ich glaube, das, was wir Führung nennen heute, ist eigentlich mehr Management. Und dieses Management, das ist halt eine Technik, eine Steuerungstechnologie, die kommt aus dem Industriezeitalter und die hatte da ihren Witz, die hatte ihren Reiz, die hatte ihre Berechtigung. Die war sehr, sehr wichtig für die Entstehung von großen Organisationen, von großen Unternehmen, von höherer Wirtschaftlichkeit in Unternehmen im Industriezeitalter. Aber der Erfolg von Management ist sozusagen heute die Krux geworden. Die Welt hat sich verändert. Wir haben heute gar keine Industriezeitalter-Prozesse und Industriezeitalter-Menschen und Industriezeitalter-Organisationen mehr. Und trotzdem hängen wir fest in so einem Korsett in einem sehr, sehr straffen Korsett von Management-Regeln, Management-Dogmen, Management-Mindsets, die uns eigentlich gefangen halten in einer führungslosen Organisationsarbeit. Und das ist ein Riesenproblem geworden. Woran erkennt man, dass jemand echt führt? Na, ich würd's noch ein bisschen anders fassen. Im Management macht man sich immer ganz viel Gedanken über den, der führt. Aber in Organisationen oder Teams, wo jemand richtig führt, da ist der Führende halt gar nicht mehr so wichtig. Also auch dieser Begriff übrigens der Führungskraft, das ist so ganz typisch aus dem Industriezeitalter. Es muss die Führungskraft geben, die den Laden zum Laufen bringt. Ja? Es muss den, das ist, das steckt also Führung und Kraft. Da gehört irgendwie, das steckt doch so ein bisschen fast schon die Ankündigung von Gewalt drin. Also Management ist, glaube ich, basiert ganz stark auf dieser heroischen Führungsvorstellung. Ja. Es muss da jemanden geben, der den Laden zum Laufen bringt, der die Leute, die Faulenzer, die wir in der Organisation haben, zum Laufen bringt. Und in einer echt führenden Organisation, also in einer Organisation, wo wirklich Führung gelebt wird, da spielt der Einzelne, der führt, überhaupt keine Rolle. Der ist eigentlich fast unsichtbar. Weil Führung dann nämlich nicht ist, die anderen zum Laufen bringen, zur Not mit Gewalt, sondern zu ermöglichen, dass andere gemeinsam erfolgreich sein können. Also Führung ist eigentlich nicht, ich arbeite am einzelnen Mitarbeitenden oder Arbeiter oder Kollegen und mache den sozusagen fähig, damit er leisten kann, sondern es ist diese ganz andere Haltung, die eigentlich nichts weiter ist als Führungsarbeit ist das, was andere in die Lage versetzt, erfolgreich zu sein. Und das ist viel, viel bescheidener.
Natürlich gibt es solche Führenden auch. Und im Laufe dieser Forschungsarbeit, an der ich auch beteiligt war, die hat so ungefähr vor 14 Jahren begonnen, 1998. Am Anfang haben wir halt sehr stark auch nach Unternehmen gesucht und wir finden immer noch solche neuen Unternehmen. Wir haben nach Unternehmen gesucht, die eben diese andere Art von Führung machen. Und da stößt man dann auf so ein paar ganz typische Fallbeispiele, auf so ein paar typische Unternehmen, die sozusagen die üblichen Verdächtigen, die Ausnahmeunternehmen. Also in Deutschland sind da ganz markant sicherlich DM Drogeriemarkt, also ein sehr, sehr großes Handelsunternehmen, sehr, sehr erfolgreich. Nicht zuletzt sieht man ja auch am derzeitigen Geschehen in dieser Branche, was DM Drogeriemarkt unter anderem da bewegt hat und was die anders machen können. Ja, die haben die gleichen Produkte wie ihre Wettbewerber, wie die anderen Drogeriemarkthändler, haben genau die gleiche Art von Mitarbeitern eigentlich. Also da kann man die gleiche Zahnpasta kaufen, die gleichen Zahnbürsten. Trotzdem sehen die Läden anders aus, die Preise sind anders, die Mitarbeiter werden anders behandelt, die Zulieferer werden anders behandelt und die Ergebnisse sind dann entsprechend auch gut. Also es gibt diese Ausnahmeunternehmen in allen möglichen Ländern und man muss nur sozusagen liebevoll hingucken, um die zu entdecken. Und was man dann entdeckt, sind in der Regel nicht irgendwelche heldenhaften Führungspersönlichkeiten, sondern ganz eigenartige Unternehmen, in denen eigentlich dann letztendlich alle irgendwie mal führen dürfen und können. Wo man das eigentlich auch von allen erwartet. Nee, es geht ja hier bei dieser Veranstaltung darum, auch Führung neu zu verstehen und auch Future Leadership, also Führung für die Zukunft zu definieren oder Führung für die Zukunft zu lernen oder einzukreisen oder zu üben. Und ein meiner Beiträge auf dieser Veranstaltung sehe ich schon darin, so ein Stück weit einen kritischen Blick mitzugeben oder anzubieten darauf, was Organisationen eigentlich heute können, was sie nicht können, also wo sie stark sind, wo sie nicht stark sind. Also Organisationen sind halt im ganz überwältigenden Fall meiner Ansicht nach heute überhaupt nicht so führungsfähig. Oder sie haben eigentlich ein Führungsvakuum oder eine Führungsabstinenz, könnte man fast schon sagen. Also um überhaupt... Alle reden immer viel über Führung, relativ. Da gibt es ganz viele Gutmenschen, die da sagen, ja, und Führung muss so und so gehen und da muss man lieb zu den Mitarbeitern sein. Das ist aber meiner Ansicht nach überhaupt nicht die Essenz von Führung. Die Essenz von Führung ist, Höchstleistung überhaupt zuzulassen, zu ermöglichen. Und dazu gehört eigentlich nicht so sehr Verständnis für Menschen oder Wertschätzung, sondern vielmehr ganz, ganz diszipliniertes Arbeiten an Organisationssystemen, an den Methoden, die man einsetzt, an den Tools, die man einsetzt, an den Denkweisen, die man einbringt in Organisationen und sozusagen hochdiszipliniert die Bürokratie und die Hierarchie aus Organisationen rauszutreiben. Und diesen Blickwinkel, den möchte ich hier zur Diskussion stellen. Deswegen lautet der Titel meines Einstiegs Vortrags heute ja auch, warum Management verzichtbar ist. Also überhaupt mal anzuerkennen, dass Management eigentlich was ist, was total überkommen ist, total obsolet geworden ist mit der Zeit und von dem wir uns auch abwenden müssen eigentlich, damit richtige Führung möglich wird. Oh, das ist schwierig. Was ich mir wünsche, was ich anbieten will immer, ist eine Möglichkeit, darüber nachzudenken. Ich glaube, im Gegensatz zu vielen anderen Wissenschaften oder vielen anderen Berufsständen, glaube ich, mangelt es in Management und in der Unternehmensführung an Reflexionsmöglichkeiten, also an so einer Kultur des disziplinierten Hinterfragens. Also jeder Physiker hat gelernt, dass, also im Laufe der Karriere eines Physikers hat der Physiker gelernt und miterlebt, dass bestimmte Theorien, auf denen seine Arbeit basiert, über den Haufen geworden und durch bessere Theorien ersetzt werden. Ja, der Chemiker hat das durchgemacht, ich bin mir sicher, auch in der Psychologie, ja, da findet das ständig statt, ja, oder jetzt aktuell ganz stark in der Hirnforschung. Also da ist man es gewohnt, dass auch alte Annahmen über den Haufen geschworfen werden und dass man auf völlig neue Erkenntnisse stößt. Und in der Betriebswirtschaft oder in der Managementlehre, da gibt es das eigentlich gar nicht. Es gibt überhaupt nicht die Kultur, mal zu sagen, da gibt es alten Mist, der ist einfach passé, der ist durch. Also ganz faszinierend ist immer, Kostenmanagement wird immer noch als aktuell betrachtet. Kostenmanagement hilft zu nichts, ist reine Verschwendung, reine Lächerlichkeit oder Unternehmensplanung. Hat nicht funktioniert in den letzten Jahrzehnten, funktioniert heute in keinem Unternehmen und wird auch niemals funktionieren. Oder Strategie. Meine Beobachtung zum Beispiel von solchen Pionierunternehmen, die alles anders machen, ist, wenn Menschen gemeinsam denken in Unternehmen, wenn alle Menschen denken, dann braucht niemand mehr Strategie und dann braucht man auch nicht über sowas zu reden wie strategische Planung, strategische Jahressessions oder Workshops. Das braucht man dann einfach nicht. Wenn Leute immer nachdenken, dann braucht man weder Planung noch Strategie noch Kostenrechnung noch Organigramme oder sonst irgendwelche Absurditäten aus dem Industriezeitalter.
Eine Anekdote vielleicht. So. Ja, da gibt es verschiedene Unternehmen, die das. Also einer meiner Lieblingsanekdoten ist eben gerade von DM Drogeriemarkt, weil also deren Geschichte, in der die das neu entlernt und neu gelernt haben, wie man führt, liegt noch nicht so lange zurück. Und deswegen gibt es ja in dem Unternehmen ganz viele Leute, die da arbeiten und die sich daran erinnern können. Und die sagen, ja, vor 20 Jahren haben wir das und das gemacht. Und da gibt es halt eine schöne Geschichte aus diesem Unternehmen. Dort hieß diese Veränderungsinitiative, die haben die halt damals relativ dramatisch genannt, Filialen an die Macht. Also DM Drogeriemarkt hatte damals einige hundert Filialen, ich glaube so 700 Filialen oder so. Und nun plötzlich hieß es Filialen an die Macht. Also die Erkenntnis war, damals 1992, 93, die Leute in unseren Läden haben die Verantwortung letztendlich abgeben müssen an irgendwelche Regionalleute und wichtigen Manager, haben sich dann gewöhnt, keine Verantwortung mehr zu tragen. Jetzt sollen sie die wieder haben. Und dann würde man ja normalerweise meinen, dass das schwierig ist, den Leuten die Verantwortung wiederzugeben, bis sie die mal annehmen und so, bis die Filialen dann mal wieder Verantwortung tragen. Und da gibt es halt einen schönen, ganz schönen Satz bei DM, der lautet, oder eine Erkenntnis aus dieser Zeit, die lautet, es war gar nicht so schwierig, die Filialen zu überzeugen, wieder die Verantwortung anzunehmen. Das viel Schwierigere ist es, der Zentrale die Arroganz auszutreiben. Und da sagt Götz Werner, einer der Mitgründer von DM, das ist ein Prozess, der ist im Prinzip immer noch nicht vorbei. Also das ist das Schwierige, wenn man sagt, wir wollen echte Führung haben, ist nicht den Leuten, die angeblich da unten sind, in der Pyramide der Organisation, die Verantwortungsfähigkeit wieder beizubringen oder den überhaupt die einzutreiben oder sowas, sondern das Geheimnis ist es, man könnte sagen, loszulassen, aber auch sozusagen die Arroganz zu verlieren an der Spitze der Pyramide. Wir können den Laden hier steuern. Also diese Ideologie von Leute in der Zentrale, Leute, die Großkopferten in der Zentrale können den Laden steuern, die ist halt vollkommen obsolet. Aber diese Vorstellung auszutreiben, das ist das, was wirklich schwierig ist in so einem Veränderungsprozess. Und das ist auch das, was ich in Beratung halt merke. Menschen in Organisationen, also arbeitende Menschen, wollen eigentlich viel mehr leisten. Sie können es aber qua System nicht. Und man muss sie eigentlich auch nicht überzeugen, Verantwortung zu übernehmen, sondern man muss ihnen eigentlich nur die Gelegenheit geben, also Bedingungen dafür schaffen. Das ist, wie gesagt, echte Führung. Im klassischen Unternehmen sucht man ja oder versucht man Orientierung ja auf alle möglichen Arten zu geben. Also es gibt eigentlich nichts, was es da nicht gibt. Also da gibt es Personaleinsatzpläne, Nachfolgepläne, Investitionspläne, Langfrist, Mittelfrist, Kurzfristpläne, Budgetpläne, strategische Pläne. Also alles wird ist irgendwie voller Richtung. Und dann gibt es noch Zielsysteme, Quotensysteme, Mitarbeiterbeurteilungssysteme, Vertriebscontrolling-Systeme. Also gibt tausend Spielarten von Vorgabe. Dahinter steckt aber letztlich die Idee, unsere Mitarbeiter raffen nicht, was sie zu tun haben, wenn man ihnen nicht eine spezifische Vorgabe macht, die sie schlagen oder erreichen müssen. Und das ist halt hochgradig gefährlich. In der heutigen Welt, also wenn man sich mal darauf einlässt, dass Märkte ja heute irgendwie komplex und dynamisch sind und unvorhersehbar sich, also das Geschehen in Märkten sich unvorhersehbar verhält. Wenn man das mal einsieht, dann kann man nicht auf der anderen Seite für sinnvoll erachten, mit Zielvorgaben zu führen. Also wenn ich akzeptiere, dass die Zukunft nicht vorhersehbar ist, dann kann ich ja nicht sagen, erreiche 10, erreiche 100, erreiche 1 Million. Das kann nicht das richtige Ziel sein, weil ich ja nicht weiß, ob das ein gutes oder ein schlechtes oder ein anspruchsvolles oder ein langweiliges Ziel sein wird in der Zukunft, die eben nicht vorhersehbar ist. Also in traditionellen Unternehmen spielt man ja ganz viel dieses Management by Numbers. Ich muss eine Vorgabe machen und dann kann die Abweichung davon gemessen werden und dann kann ich die Leute damit mit dieser Abweichungsanalyse bestrafen oder belohnen. Was ist jetzt die Alternative? Also wenn man davon abgeht, dass man Vorgaben braucht, dann kommt man halt zu was ganz Spannendem, nämlich dass eigentlich die Sache mit der Leistung oder dem Erfolg gar nicht so schwierig ist. Also was ist gute Leistung für jede Organisation? Also jetzt mal alle, die irgendwie nach von Profit auch oder die Profit erwirtschaften müssen, die eine Marge erwirtschaften müssen. Für die ist doch eigentlich immer das Ziel, ja, wir müssen in Kosten führend sein, wir müssen in Qualität führend sein. Die Mitarbeiter dürfen nicht ganz unzufrieden sein und die Gesellschaft, also die hat auch noch so gewisse Forderungen, also man soll Steuern zahlen, um die Umwelt nicht allzu stark zu verpesten und so. Und dann ist man eigentlich gut dabei. Also es geht eigentlich immer nur darum, bei der Wirtschaftlichkeit vorne zu sein, also zum Beispiel beste Kosten zu haben, dann Kunden zufriedenstellen mit bester Wertschöpfung oder bester Qualität, wenn man das mal so nennen möchte. Es geht immer auch darum, dass Mitarbeiter möglichst nicht, also wenn man ständig
die komplette Mitarbeiterschaft auswechseln muss, ja, weil man die Leute vergrault, dann hat man sicherlich auch ein Problem. Das könnte also auch wichtig sein. Na, und die Gesellschaft zufriedenstellen. Also eigentlich, Erfolg spielt sich in diesen Dimensionen ab. Ja. Wirtschaftlichkeit und Kosten, Qualität und Wertschöpfung für Kunden, Mitarbeiterzufriedenheit und gesellschaftlicher Nutzen. Und jetzt kommt der Clou meiner Ansicht nach, das versteht jeder 16-Jährige. Ja, oder auch sogar 15-Jährige. Also dem kann man das ganz leicht erklären, dass das so ist. Man braucht also eigentlich Leuten in einem Unternehmen oder in jeder Organisation eigentlich nicht zu erklären, was Erfolg und Leistung ist. Das ist ziemlich trivial. Also warum diese ganze irre Verzielung? Man muss einfach nur anerkennen, oder um zu so einem Führungssystem hinzukommen, das auf diese Verzielung verzichten kann, muss man halt glauben, sich davon überzeugen, dass Menschen in der Lage sind, Erfolg zu wollen, ja, dass die sozusagen sich Sinn koppeln wollen an die Organisation und dass sie diese Dinge erreichen wollen und auch erfolgreich sein wollen für und mit dem Unternehmen, mit ihrer Organisation. Und ganz schön ist eigentlich, die meisten von uns, wir wissen das ja intuitiv, dass Menschen leisten wollen. Wir wissen, dass wir Menschen eigentlich uns danach sehnen, Teil von etwas zu sein, was erfolgreich ist. Und Arbeit bietet diese Möglichkeit. Das ist eigentlich ein Riesenspielfeld für Motivation und für Selbstentfaltung. Und das muss man halt erstmal anerkennen, dann kommt man zu völlig anderen Führungs- und Steuerungslogiken. Ja, ich glaube, das wesentliche Problem ist nicht ein technisches, es gibt kein technisches Problem, es gibt kein Toolproblem, es gibt die Methoden für eine völlig andere Art der Unternehmensführung, die gibt es. Ja. Also gibt es ja so ein paar Unternehmen, die dadurch auch berühmt geworden sind oder quasi legendär geworden sind, so Toyota oder Southwest Airlines oder eben der M-Drogeriemarkt hier in Deutschland. Das sind alles Unternehmen, die leben diese ganzen Methoden, da gibt es ein großes Know-how. Die Frage ist immer, wenn das so toll ist, warum macht es dann keiner nach? Die sind ja auch extrem erfolgreiche Unternehmen, aber es macht trotzdem eigentlich keiner oder kaum jemand nach. Und die Krux ist, glaube ich, dass wir einfach Mindsets, also sozusagen Dogmen, Gedankenmodelle in uns tragen, die diese Art von Veränderung verhindern. Also man muss sich, um dahin zu kommen, um so zu führen wie Toyota, muss man sich schon darauf einlassen, dass man heute eben nicht so führt wie die. Und was daran anders ist, das muss man verstehen. Also es gehört schon ein gewisser Denkaufwand dazu, sich auseinanderzusetzen damit, warum funktionieren wir denn anders? Ja, warum beschränkt uns letztlich nicht die Unfähigkeit unserer Mitarbeiter, sondern unser eigenes Denken darin, erfolgreicher zu sein? Und ich glaube, diese Einsicht hat sich einfach noch nicht durchgesetzt. Das ist in der Betriebswirtschaft oder im Bereich Management und Business gibt es ein Riesenproblem. Die Institutionen beharren auf einem alten Modell, die Business Schools und die betriebswirtschaftliche Ausbildung beharrt auf einem alten Modell, auf diesem alten Industriezeitalter-Mindset. Also die Ausbildung beharrt darauf und die Praxis auch. Also da gibt es eine ganz, ganz starke Grundannahme davon, na, das hat doch immer geklappt, also klappt es jetzt auch noch. Oder wir sind nicht so schlecht. Wir sind auch nicht so schlecht. Das Problem ist nur, man muss sich von altem Denken lösen, um zu dieser neuen Art von Führung zu kommen. Und das ist die Denkarbeit, mit der wir uns auch auf dieser Veranstaltung auseinandersetzen wollen. Also wie ist das mit Zielkonflikten im Unternehmen? In der traditionellen Management-Denke gibt es ja Grundüberzeugungen wie die, dass das Unternehmerinteresse oder das Eigentümerinteresse dem der Mitarbeiter entgegensteht. Oder Kundeninteresse ist eine Sache und Wirtschaftlichkeit ist das Gegenteil davon. Also ich kann nur wirtschaftlich sein, wenn ich dem Kunden was wegnehme. So. Also diese Logiken gibt es ganz stark im traditionellen Managementdenken. Es gibt auch die Logik, ne, das Management muss mit dem Betriebsrat, darf sich nicht grün sein und da muss es so eine Art Klassenkampf geben. Dieser Klassenkampf, der hat ja auch seine Berechtigung im Industriezeitalter wieder. Der hat ja also eine ganze historische Logik, die da hinten dran hängt. Aber ich denke, dass in dieser Widerspruchslogik, in der Logik der Zielkonflikte zwischen Anspruchsgruppen schon ein gewaltiger Denkfehler drin ist. Also meiner Ansicht nach gibt es, wenn man wirklich hinguckt, wie erfolgreiche Unternehmen arbeiten, dann gibt es halt einige, die haben mit dieser Widerspruchslogik, mit der Zielkonfliktlogik gebrochen und die erkennen halt an, naja, also wenn ich erfolgreich sein will, dann darf ich zum Beispiel nicht den Kunden an erster Stelle stellen, weil dann gehe ich pleite ganz schnell. Ich darf auch nicht die Eigentümer, also den Kapitalgeber an erster Stelle stellen, weil sonst manage ich nur Kosten und Shareholder Value und hungere mein Unternehmen aus. Also das, was man an erster Stelle stellen muss in dieser neuen Logik, in der Logik einer neuen, einer zeitgemäßen Führung, das ist, kann nur eine Gruppe sein und das sind die Mitarbeiter. Also diese
anders führenden Unternehmen haben halt gelernt, Mitarbeiter an erste Stelle zu stellen. Wenn man Mitarbeiter an erste Stelle stellt, dann tragen diese Mitarbeiter zu überlegener Wertschöpfung für Kunden bei. Das ist so ein Wirkungskreis, der da entsteht. Also wenn ich die besten Teams anziehe und die engagiertesten Teams anziehe, dann kann ich überlegene Wertschöpfung für Kunden betreiben. Wenn ich das betreibe, dann kann ich gesellschaftlichen Nutzen stiften, der überdurchschnittlich ist, also die Gesellschaft zufriedenstellen. Und wenn ich das alles habe, also zufriedene Mitarbeiter oder Teams, zufriedenste Kunden, zufriedenste Gesellschaft, dann in der Logik dieser Unternehmen bleibt auch was übrig. Und es gibt eigentlich keinen Grund, warum das dann nicht auch eine überlegene Wertschöpfung für die Kapitalgeber sein sollte. Ganz magisch wird es natürlich, wenn ich dann noch wieder Mitarbeiter an diesem Gewinn, an diesem Geschäftserfolg beteilige. Und dadurch, durch diese Logik, dass eigentlich die Anspruchsgruppen sich nicht, also Mitarbeiter, Kunden, Gesellschaft, Kapitalgeber, dass die nicht im Krieg miteinander stehen, sondern dass die sich eigentlich in einem positiven Wirkungskreis vernetzen lassen. Darin steckt so ein Stück weit die Magie neuer Führung auch. Ja, also einfach nicht anzuerkennen oder anzuerkennen, dass eben nur alle gemeinsam erfolgreich oder weniger erfolgreich sein können. Ja, also das Beispiel, die Beispiele schlechter Führung und schlechten Managements, die wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, also seien es die Bankenskandale der letzten Jahre oder der Niedergang von Schlecker, zeigen ja auch immer sehr schön, dass wenn erstmal alle sich bekriegt haben, alle Anspruchsgruppen, und wenn man erstmal alle gegeneinander ausspielt, dann spielt man letztlich das eigene Unternehmen in den Keller. Ja, dann geht die Leistung ganz schnell runter. Also ein Teil, glaube ich, des Geheimnisses von massiver Veränderung in unseren Unternehmen wird sein, diesen positiven Wirkungskreis zu denken und sich davon zu überzeugen, na, ich kann eben nicht Kosten managen gegen die Interessen meiner Kunden oder gegen die Interessen meiner Mitarbeiter. Ich muss also diesen Wirkungskreis immer mal. Ich darf diesen Wirkungskreis nicht durchbrechen. Ich muss den ganzen Wirkungskreis im Blick haben.